Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind hier immer noch in der Tiefseehöhle. Die ist tief, sag ich euch, die ist tief. Und wir haben ein Team Magma Rüppel buchstäblich dazu gebracht, dass er zu seiner Mutter zurück will. Und jetzt stehen wir vor einem Rätsel, ja? Aber es ist kein Problem. Ich habe mit dem Buben Professor Layton gespielt. Ich spiele mit dem Buben zurzeit sogar noch Professor Layton. So. Und da gibt es weitaus schlimmere Rätsel. Das hier ist nicht das Problem. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön für den Schutz. Dann machen wir zack. Machen wir das und dann sind wir durch. Und dann kommt auch schon das nächste Pokémon. Das ist also. Seht wirklich jetzt ein Seemon? Ich hätte einen Seedrakling daraus machen können, Mann! Nein, ich bekomme. Nein. Natürlich nicht. Was bekomme ich nämlich natürlich? Ich bekomme so ein Flora. Hi. Wie bist du uns ohne Hubert gefolgt? Was für ein bemerkenswertes Kind. Aber das berechtigt dich nicht, hier herumzuschnüffeln. Das kann ich dir die Sache vom Klimainstitut heimzahlen. Oh, das ist die. Ich gebe dir eine Lektion und sagt Schwarz, pass gut auf. Aber bitte halte 2 Meter Sicherheitsabstand ein. Danke. Jöris. Vorstand Jöris. Ah. Oh, das ist so süß. Ein Bisasam. Und jetzt kommt der Blizzard von Berthold. Und er trifft. Berthold! Du bist eine Legende! Ich meine, war das wirklich nötig? Ich meine, es ist ein Bisasam, aber. Sicherheit ist cool. Sicherheit ist cool. Okay, gut. Weiter geht's. Pipitis. Ah ja. Gifttrainer, also, ja. Dagobert! Zeig, was du zu bieten hast! Los, Dagobert! Expidermis, ah ja. Psystrahl, Dagobert. Angeberei! Willst du meinen Angriff so sehr steigern, dass ich verwirrt bin, oder was? Ja, ja. Ach, kacke, ich bin sogar verwirrt. Dagobert! Tu. Dick. Nein, tu's nicht! War normal. Giftblick, och nö. Aber noch paralysiert. Verwirrt, paralysiert, was soll noch kommen? Willst du es jetzt auch noch umbringen? Ja, das ist die Lache. Wie willst du mein Dagobert umbringen? Mach das nicht nochmal, Bibitis. Mach das nicht nochmal. Das war ein Spaß gemeint, ne? Gut. Vorstand Jöris. Aua. Was auch immer. Okay. Haben wir 2 paralysierte Pokémon, ne? Super. Wenn ich noch gegen Mark kämpfen muss, dann bin ich traurig. Tiefseeöl, noch ein Rätsel. Oha. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's richtig krass, ja. Wie machen wir das? Ja, wir machen es einfach. Eigentlich machen wir es ganz einfach. Wir bewegen dich nach oben. Bam. Bam. Ne, Moment. Wie machen wir das jetzt? Sekunde. Müssen ja irgendwie. Moment. Zack. Nein!
Dann nehmen wir doch den hier, zack. Machen wir. Zack. 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 Boom. Ich bin ein Brain. Ich hab's. Ich habe es. Wir brauchen den nämlich gar nicht. Das ist nämlich machen. Machen jetzt zack. So, Sekunde. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Würde das theoretisch funktionieren? Das ist jetzt die Frage, ne? Weil meine Überlegung wäre jetzt, wir kicken dich nach oben, dich zur Seite, dich zur Seite, dich zur Seite, dich zur Seite, dann machen wir noch zack, und dann sind wir durch, perfekt. Oh Gott. Okay. TM44? Was ist ein TM44? Ist das Psychokinese? Ah ne, TM29, genau, ups. Erstmal nachsehen. Erholung, das war, hab zwei, zweimal Erholung. Es wird nebelig, Leute, es wird nebelig. Das Lava. Moin, Mahlzeit, Kollege. Bleib sofort stehen. Du warst also die ganze Zeit. Schau nur. Schau nur. Schau, wie schön die schlafende Gestalt des antiken Pokémon Groudon ist. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nun alles Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Oha. Oha. Hallo, Mark. Botogel. Botogel. Ich habe immer noch kein Feuer-Pokémon. Nein, wir haben Pika. Es ist ein Eis. Eisflug-Pokémon. So, wir probieren erstmal mit Schlitzer weiter. Ne, zack. Ja, sogar noch ein Volltreffer. Berthold. Das Erbe von Sibylle. Die hat ja auch einen Volltreffer nach dem anderen gemacht. So, dann haben wir das schon mal. Jugong. Ja, okay. Jugong kann Arschis sein. Aber wir haben Pika. Oh Gott, mir kraut's vor der Top 4. Du frisst jetzt einen Donner? Dann bist du tot. Machen wir das so? Ist das ein Plan? Wusste ich, dass du einschlägst. Dankeschön. Noch ein Botogel! Wolltet ihr her? Egal, Donnerblitz sollte ausreichen. Bam! Ja, reicht aus, ohne Probleme. Ja. Ich hab wieder verloren. Ja. Sieht wohl so aus. Ich empfehle mich, ich muss sagen, du bist wirklich sehr talentiert. Aber ich habe dieses hier in meinem Besitz. Mit dieser blauen Kugel kann ich Groudon. Die blaue Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Ich weiß nicht, warum ich fand das damals so cool, diesen Effekt. Das ist eigentlich so richtig langweilig. Als Kind habe ich ihn geliebt. Flup. Groudon benutzt die momentane Teleportation. Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Die blaue Kugel. Warum? Wo ist Groudon geblieben? Das Schild gerade auf Yadrat. Hä? Das ist eine Nachricht unserer Mitglieder draußen. Ja, was ist denn jetzt los? Die Sonne scheint. So extrem. Er packt die Badesachen ein. Ja, gut, genau darauf haben wir gewartet. Deshalb haben wir Groudon erweckt. Hier hängen wir unsere Wäsche auf. Timakmas Vision von der Erweiterung der Landmassen zu realisieren. Was? Ist das heißer, als es der Wetterbericht vorausgesagt hat? Tilsit ist sogar gefährlich? Ja, dann hol die Wasser-Pokémon ran! Bleib, wo du bist, ich behalte die Situation im Auge. Ja, das stimmt damit ganz und gar nicht. Die blaue Kugel sollte Groudon aufwecken und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Groudon verschwunden? Warum? Was hörst du da nur heraufbeschworen? Mark, du hast Groudon aufgeweckt, stimmt's? Ach, was wird nur aus der Welt, wenn die Sonne bis in alle Ewigkeit mit dieser Kraft scheint?
Die Mega werden austrocknen und verschwinden. Was sagst du da? Die blaue Kugel sollte mir die Kontrolle über Groudon erschaffen. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir haben keine Zeit für Diskussion. Geh nach draußen und sieh es dir selber an. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Dani! Du kommst, komm, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Okay. Was ist passiert? Was für ein furchterregendes Szenario. Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Ich wollte doch nur... Begreifst du es nun, Mark? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Traums? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig aus Kontrolle gerät. Dani, wir Team Magma verfolgen Team Magma schon lange, weil wir dieses verändern wollten. Du warst uns eine große Hilfe, aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert. Für ein Kind wie dich ist die Sache viel zu weit gegangen. Überlass die Sache uns. Lauf weg, solange es noch geht. Ist ja unheimlich. Ein super antikes Pokémon. Auch noch ein super antikes Pokémon, Alter. Das ist nicht nur antik, das ist super antik. Ja, hat trainiert, sich weiter geboostet, das ist die Farbe. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. Das ist echt so lustig, ja? Hi, Troy. Danny, was geht hier vor? Das ist schrecklich. Wenn das nicht aufhört, wird ganz Höhen. Nein, die ganze Welt wird trocknen. Die strahlende Sonne steht über Oh, was um Himmels Willen geht dort vor? Es bleibt keine Zeit für Spekulation. In Xeneroville erfahren wir mehr. Danny, ich weiß nicht, was du vorhast. Aber tu nichts Unüberlegtes. Okay, ich gehe nach Xeneroville. Bye. Ich mag das Geräusch. Moment, wo sind wir überhaupt? Das ist... Hier muss jetzt mal was Wichtiges nachgucken. Ja. Route 128. Hier so ein 27. So. Wir können uns hier ein Pokémon fangen. Wir können uns hier eins fangen. Und hier. Und hier. Wir können uns eigentlich hier auf diesem gesamten Gebiet können wir uns eins fangen. Und welchen will es hier? Und hier können wir uns zwei Pokémon fangen. Das heißt, wir können es hier nehmen. Das ist schön, dass die Welt am Abgrund steht. Und ich mich dafür interessiere, ein Pokémon zu fangen. Ja, mit Zauber einsetzen. Achso. Ja, tauch wieder auf. Ja. Schutz wirkt nicht mehr. Dann sollte für den Schutz wieder funktioniert. Und dann schwimmen wir hoch, wir müssen das in die Ruhe. 127, genau. Hier wollte ich mir noch ein Pokémon fangen, hier oben. Ja, das müsste eins kommen. Danke. Ey, ich wollte die Hoffnung schon aufgeben. Galoppa! Ja, Mann! Wir haben unser Feuer-Pokémon! Endlich! Danke, Mann! So, wie sprechen wir es jetzt am besten? Ich weiß nicht, Schlitzer, bring es bitte nicht um, halt es am Leben! Oh mein Gott, Berthold! Du bist eine Legende. Okay, du kannst guten Schlag, mit dir müssen wir einiges anstellen, Galoppa. Aber wir haben unser Feuer-Pokémon. Es ist die Frage, gegen wen tauschen wir aus? Gegen wen tauschen wir aus? Weil es ist... Ich denke, es wird relativ klar sein, dass wir uns Galoppa ins Team holen werden und ich das auch trainieren muss. Stampfer. Ohne Feuer-Pokémon wird das Ganze nämlich ein bisschen schwer. Weil jetzt ist es auch zu spät. Egal, wir haben Feuer-Pokémon. Feuerpferd. Willst du Galoppa einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Weiblich. Yvonne! Du bist Yvonne. Yvonne. Wie schreibt man Yvonne? Ich weiß natürlich, wie man Yvonne schreibt, ne? Ich muss nur das Schluck mit Doppel-N geschrieben, ne? Yvonne. Yvonne, okay. Der Name ist so alt. Okay. Jetzt haben wir uns hier uns also auch unser Pokémon gefangen. 126. Oh, hier waren wir schon. Nee, waren wir noch nicht. Hier wollte ich hin. Genau. Dann waren wir uns auf 126 nochmal ein Pokémon.
bevor wir unter Wasser gehen. Da ist ein Taucher, der ist schon fröhlich vor sich hin. Hallo! Geht doch. Labras! Labras ist cool. Labras ist richtig cool. Richtig, richtig garstig, das Viech. Ja? Das ist richtig garstig, das Viech. Nein! Oh, okay. Ja, genau deswegen ist es garstig. Eisstrahl. Das Viech hat gerade Abgasseil eingesetzt. Wir haben drei Versuche. Wir haben drei Versuche. Er wächst hinaus. Du bist auch paralysiert. Merkst du, ne? Okay, das steht bei zwei. Wir haben zwei Versuche noch. Und zwei Versuche. Wir nehmen einen Tauchball. Wir nehmen einen Tauchball. Oh Gott. Ein Versuch noch, ein Versuch noch. Tauchball. Ja, das war's. Deswegen ist Labras ein ekelhaftes Viech. So, aber wir sind ja auch unter Wasser und unter Wasser ist ja ein anderes Areal anscheinend. Deswegen, die noch ist nichts verloren. Schön, dass wir auch direkt vom Höhleneingang sind. Wir müssen nicht weit surfen, tauchen. Gut. Okay. Wir haben hier noch einen Counter. Ein Kecleon. Natürlich ein Kecleon. Warum denn auch nicht? Ach man, das wird Labras regt mich gerade ein bisschen auf. Das war natürlich sofort drinne. Ja, ich möchte Kecleon nicht besser geben. Keck. So, Word of ist übertragen. Gut, dann halt nicht. Ja, unter Wasser. Ja. Sagen wir, wir können es doch an Xerin Rovil eins fangen, ja? Xerin Rovil. Erst habe ich ins Pokus-Hände. Oder auch nicht. Girafarik. Na, ja, Level 17, Girafarik, okay. Nee, wir haben nicht mehr viele Pokémon zur Auswahl, die wir uns fangen können. Was soll so sagen? Hallo, Littlefoot. Kennt ihr Littlefoot? Aus einem Land vor unserer Zeit. Das war auch so ein Langhals, haben die es immer genannt. Du bist Littlefoot. Moin, Möti. Ahoi. Achso, ich kann reden. So. Mal gucken, was machst du denn hier? Ich bin. Ah, bist du schon, ist ja krass. Nee, ich bin gerade in Sereno angekommen. Ich habe gerade Girafarik gefangen. Ist er schon fast durch hier? Ja. Ich muss erstmal. Ich kann ja. Du kommst rechtzeitig. Geil, gleich nämlich die nächste Aufnahme starten, weil die Zeit ist abgelaufen. Du kommst am Ende. Ah ja. Gut. Besser kommt zum Schluss, wa? Eben, genauso. Ich hab mit dir übrigens Leichenschändung. Nicht Leichenschändung, ich hab dich als Wingul übrigens missbraucht. Ah ja. Gut. Ich verabschiede mich erstmal für diesen Part. Schaut bei Möti vorbei, der ist dann verlinkt. So wie Kai und Möti immer verlinkt sind. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.